Der Anker des großen Schiffes. Der rote, markante Anker steht in der Nähe von Cerro Colorado, am Eingang zur früheren Lago-Siedlung nahe San Nicolás als einsamer Wächter. Seine Geschichte ist genauso abwechslungsreich und einzigartig wie der Ort, wo er aufgestellt ist. Sie beginnt in den 1960er Jahren in einer deutschen Gießerei. Es wird vermutet, dass die kleinen Zahlen 4112 und 4115 die Seriennummern der Flunken und des Schafts sind. Die Zahl 21772K bezieht sich auf das Gewicht des Ankers. Er ist gut 5 Meter hoch und über 3 Meter breit. Ein Artikel der holländischen Zeitung Algemeen Dagblad vom 15. November 1996 vermutet, dass der Esso-Tanker Cambridge den Anker im Meer verlor, als er während rauer See einen Liegeplatz vor Aruba suchte. 1984 wurde er vom Schiff Esso de Roma wiedergefunden. Als Charlie Browns Jr. in seinem bekannten Restaurant und Bar in San Nicolas von dem Anker hörte, wandte er sich an den Präsidenten der Lago Oil and Transport Company, George Reynolds, um den Anker zu erwerben. Der Anker wurde an seinen jetzigen Standort gebracht und anlässlich der Schließung der Lago Ölraffinerie am 3. März 1985 allen Seeleuten gewidmet. Im Verlauf der Jahre trotzte der Anker Wind und Salzwasser, die ihre Witterungsspuren hinterließen. Ursprung und Zweck aber gerieten langsam in Vergessenheit. Als Charlie Browns Jr. am 25. September 2004 nach einem tragischen Sturz verstarb, bat der Freund der Familie Sam Speciale die Valero Aruba Raffinerie um Hilfe. Der Anker wurde sandgestrahlt, gestrichen und einbetoniert. Am 17. April 2005 wurde das Monument in einer formellen Zeremonie in Gedenken an Charlie Browns Jr. erneut allen Seeleuten gewidmet. Bis heute gehört der leuchtend rote Anker vor türkisfarbenem Meer zu den von Besuchern und Einheimischen am meisten besuchten und fotografierten Sehenswürdigkeiten der Insel.